wird das natürlich nicht sein, aber es ist ein reines Rennen für den Wetter. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier zu wetten. Ich sagte schon, die Favoriten für mich, die 4 Schattentänzer und die 1 Nayana. Aber in dem 7er Feld gibt es sicherlich noch viele Möglichkeiten und Sie sollten vielleicht, meine Damen und Herren, noch schnell die Möglichkeit nutzen und Ihre Wette platzieren. So, das Rennen führt über die Distanz von 2150 Metern. Das Feld muss also insgesamt dreimal am Ziel vorbei. Ja, und das war Fehlstart, meine Damen und Herren. Der Hauptstart hat auch Fehlstart erkannt. Die Kandidaten bitten wir zur Startstelle. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Fehlstart, damit die Wettschalter weiter geöffnet. Vielleicht ein Hinweis noch auf die Nummer 2, Siberian Knight mit Kevin Chan im Sattel. Siberian Knight gewann Himmelfahrt in Dortmund, ein ähnliches Rennen. Sicher mit einer halben Länge in einem starken Feld, 10 Pferde. Also auch Siberian Knight, die Nummer 2, sollten Sie mit berücksichtigen, wenn Sie jetzt vielleicht nochmal neu disponieren. Unser Tipp war ja auch Schattentänzer, Nayana und Siberian Knight. So steht es im Rennprogramm. Und Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, meine Damen und Herren, noch einmal umzudisponieren, Ihre Wetten noch einmal zu überdenken. Es wird noch ungefähr 2 Minuten dauern, bis das endgültige Signal ertönt.
So, das war dann ein endgültiger und gültiger Start und da fliegen die Pferde zunächst einmal die gerade herunter in 3-4 Spuren. Kampf um die Spitze hier zunächst einmal zwischen der 6 Chilworthlas und Olivia. Das sind die ersten zwei und die bringen hier das Feld dann in den ersten Bogen hinein. Mit der Startnummer 6 Chilworthlas an der Spitze. Chilworthlas in Front. Dahinter bleibt dann Olivia derzeit zweites Pferd. Dahinter sehen wir dann auch Violet Shelley in prominenter Position. Das sind die ersten drei, gefolgt dann von Nayana derzeit in der vierten Position. Aber auch die restlichen drei Kandidaten, die haben hier durchaus ihre Chance, haben hier Anschluss an das Vordertreffen. Es geht dann in Kürze in den zweiten Bogen hinein. Vorne hat sich nichts verändert, allerdings schiebt sich das Feld jetzt noch dichter zusammen unter der Führung von Chilworthlas. Kommt das Feld dann in Kürze wieder vor Publikum. Auch Schattentänzer konnte sich vorne in prominente Position begeben. Und so geht es dann auch für des Ziels letztmals auf die letzten 1000 Meter. 6-5-1 die Reihenfolge unverändert. Chilworthlas, Olivia, Nayana die ersten drei. Dahinter bleibt dann an der Innenkante auch Actilady in guter Position. Das Feld bereits auf der Schlussrunde. Vorletztes Pferd derzeit Siberian Knight. Und es geht letztmalig auf die Überseite zu, unter der Führung jetzt von Olivia. Olivia macht Druck auf Chilworthlas. Dann konnte sich auch Nayana verbessern. In drei Spuren geht es in Kürze dann in den Schlussbogen hinein. Olivia, Chilworthlas, Nayana. Nayana an der Außenseite kann sich weiterhin stark verbessern, macht hier Druck auf die vorderen Pferde, steckt im Schlussbogen den Kopf in Front. Dahinter auch Actilady. Prominent dabei, es geht dann auf die letzte Ecke zu, Nayana steckt den Kopf in Front, es geht auf die letzten 200 Meter zu, in breiter Phalanx stürmt das Feld hier dem Ziel entgegen, Nayana jetzt allerdings gestellt hier an der Außenseite von Siberian Knight, Siberian Knight an der Außenseite knapp vorbei an Nayana, das dritte Geld geht dann noch an Olivia vor Chilworthlas. Und da haben wir dann auch schon das vorläufige Ergebnis fürs fünfte Rennen. Es gewinnt mit der Startnummer 2 Siberian Knight vor der 1 Nayana und der 5 Olivia 2-1-5. Ja, liebe Rennsportfreunde, schlagen Sie bitte auf Seite 35 Ihres Rennprogramms. Hier kommen schon einmal die Starter für das nächste Rennen. Sechstes Rennen, Preis der öffentlichen Versicherung Oldenburg. Das wäre die zweite Abteilung zur Rasteder Meile. Auch hier geht es über 1609 Meter. Es starten die Pferde 1 bis 9. Es gibt drei Platzwetten.
Ja, großer Tag heute hier im Schlosspark für den Reiter Kevin Chan. Er gewinnt ja im Araberrennen mit Gilali, ist Zweiter mit Semino und er krönt heute seine Bilanz mit einem weiteren Volltreffer. Er gewinnt mit der sechsjährigen Siberian Knight aus dem Training und aus dem Besitze von Frau Harms. Sein zweiter Punkt heute hier bei uns in Rastede, Siberian Knight und Kevin Chan. Ja, und der Siegreiter, meine Damen und Herren, schauen Sie sich einmal die Ehrenpreise an. Das ist Luxus pur, meine Damen und Herren. Karin Kunze mit einem überdimensionalen Pokal für Kevin Chan. Es gibt auch noch weitere Silberteller für den siegreichen Reiter. Und schauen Sie sich mal die Siegerin an, Siberian Knight, noch ganz aufgedreht, noch richtig frisch. Und hatten Sie das Rennen unterwegs verfolgt, meine Damen und Herren? Eingangs der Schlussrunde lag Siberian Knight noch weit im hinteren Drittel in der vorletzten Position, machte erst auf den letzten 400, 500 Metern richtig Dampf aus dem hinteren Drittel und stürmte praktisch am gesamten Feld vorbei. Gratulation an den Siegreiter Kevin Chan durch Dieter Bargus, Karin Kunze und Siberian Knight bereits wieder auf dem Weg ins Schallgelände und Kevin Chan zu Fuß jetzt zurück. Meine Damen und Herren, noch einmal bitte Ihren Applaus.